So, ihr Lieben, da sind wir wieder, der Daniel und meine Wenigkeit. Ne, Daniel, du bist doch da? Ja, klar doch. Ich habe schon wieder einen falschen Knopf gedrückt, beziehungsweise nicht lang genug für meinen Anlasser, aber jetzt hat's gereicht. So, ja, wir waren Daniel und ich gerade in einem lustigen Gespräch und mussten gerade erstmal ein bisschen lachen. Ne, Daniel? Oh ja. Aber weil wir ja jugendfrei bleiben wollen, dann erzählen wir euch das jetzt nicht. So, bäh, kommt da wieder. Ihr könnt ja unter den Kommentare schreiben, wenn ihr was zu meckern habt. Oh, du Arschloch, du Blödes. Warum fahren die nicht auf'n Überholspur? Beziehungsweise auf Beschleunigungsspur? Nein, wir bleiben stehen, mitten auf der Straße. Und ich komme da nicht dran vorbei, wegen so einem Idioten. Ist Fahr immer so. jetzt. So viel dazu von SCS-Software. Die KI wurde verbessert. Ja, das ist aber jetzt ja die KI von der TSM-Map, ne? Ja, okay. Und die ist natürlich so verbessert auch nicht. Die ist aber dichter geworden, das heißt, da ist mehr Verkehr. Also, soweit ich es halt auch mitbekommen habe, Ja. ist, dass bei der TSM-Map, wenn man die hat, oder auch Pro-Mods, dass hin und wieder Staus oder so passiert, Ja, habe ich auch schon wegen gehabt. der KI. Hatte ich auch schon, ganz oft. Dann fahre ich da mit Warnblinklicht auf auf den Stau zu und trotzdem fahren sie mir dann noch hinten rein, die Idioten. Ja, Weil. weil sie es nicht blicken. Richtig, weil es nicht blickt, dass der Geo doch auch mal bremsen muss. Ich kann ja nicht nur immer 90 fahren. Ja, doch, geht schon. Ja, wenn ich so eine wegschiebe, ja. Einmal Massenkaramoulage und die Straße ist frei. Ja, geil! Das wäre doch mal was, eine richtige Massenkarambolage. Oh Wow! yeah. Wie geil ist Aber das denn? dann bitte nicht auf der Fahrt Richtung Esens, ne? Nee, da brauchen wir keine Karambolagen. Weil das ist ja eh Oh. alles fast Landstraße Richtung Esens. Du fährst, wenn du mit dem Auto fahren würdest, fährst du dann das letzte Stück die A29 hoch. Ah, okay. Und von da Ja, aus aber geht's ich dann fahre mit dem Richtung. Zug. Ja, da fährst du mit dem Zug leichter. Ja. Und Zug. Geschwindigkeitsüberschreitung, 400 Euro. Holla die Waldfee. Ah ja, ich hab's ja, ne? Lul. Ich hab's ja, ne? Lang mir mal in die Hosentasche, vielleicht habe ich's auch. Na, mein Schlafanzug hat keine Hosen. Da. Ja, okay. Ja, Obwohl, es gibt welche, die haben welche, ne? So Taschen. Ich frage mich nur, warum man am Schlafanzug eine Hosentasche haben soll. Wofür? Weiß ich nicht. Ich auch Ja, nicht. doch, vielleicht um sich nachts über, weiß ich schon, so Zigaretten oder so zu bunkern. Ja, nee, ich rauche im Bett nicht, aus Sicherheitsgründen. Also, Ja. ich habe das auch schon mal ganz oft, dass ich da nicht schlafen kann, aber dann stehe ich wieder auf und rauche mir dann eine. Weil das ist mir Ah, zu. ich nicht. Das ist mir dann. Ja, wenn. Ich meine, wenn ich jetzt nicht schlafen kann, ne? Ja. Aber im Normalfall schlafe ich durch. Ja, bei mir auch. Es sei denn, ich werde wach, wenn ich mal eben aufs WC rennen muss. Ja, das habe ich dann auch, aber dann gehe ich so wieder ins Bett, dann rauche ich nicht noch. Kann ich auch meistens Entweder so ich gehe ins weiterschlafen. Bett oder ich bleib wach. Kommt auf die Uhrzeit drauf an. Ja, meine Katze macht mich immer morgens um 4 ungefähr wach. Ja, da schlafe ich noch 2 Stunden. Ich auch. Normalerweise. Wenn mich Ja. meine Katze lässt. Normal. Aber dann muss ich den immer reinlassen. Er fängt dann an zu miauen und dann will er rein. Und dann kommt er zu mir ins Bett. Und dann bleibt er so lange liegen, bis ich aufstehe. Und dann passt ihm das nicht, dass ich aufstehe. So nach dem Motto, ich bin doch gerade erst zu dir, warum stehst du Arschloch jetzt auf? Aber nützt ja nichts, ne? Arbeit muss ja nun mal sein. Arbeit muss sein. So sieht's aus. Auch wenn ich jetzt momentan gern möchte. Ja, das ist ja mal. Oh! Das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Ich hoffe, dass das jetzt auch wieder funktioniert da bei dir. Ich drücke dir alle Daumen. Glaube ich. Wups, glaube ich dir. Danke, Georg. Weißt du doch. Was spielst du eigentlich noch für Spiele außer ETS und LS? Spielst du noch. Ja, klar, Minecraft, ne? Warte, ich habe einen Games-Ordner, da habe ich zum Bleistift, habe ich Aura Kingdom, ETS 2, den ersten Teil von ETS, dann habe ich auch einen Fahrsimulator 2012,
Fiesta Online, Fliff, Grand Fantasia, Meeting 2, Minecraft, Need for Speed World, Girl, Technic Launcher, The Lego Movie Video Game und Wolf Team. Lego Movie hatten sie erst wieder im Angebot. Ja, und ich hab's ja schon länger. Ich hab's auch schon, glaub, 5 Mal oder so durchgespielt. Und wie ist das Spiel? Meinst du, da lohnt sich auch mal ein Let's Play von zu machen? Also, lohnen? Ja. Es ist auf jeden Fall witzig, weil da sind Zwischensequenzen mit dabei, die es auch im Film gibt. Und bei manchen, da kann man sich so richtig totlachen von. Okay. Und ich hab's ja ein paar Mal schon durchgespielt und würde sagen, es würde sich sogar wirklich lohnen. Wollen wir mal gucken, weil ich wollte jetzt irgendwann jetzt mal in der näheren Zukunft auch mal wieder andere Spiele dazu holen, um nicht immer so den gleichen Kram zu Let's Playen, ne? Dass da halt ein bisschen eine Abwechslung ist. Es ist ganz normal, das will, glaube ich, jeder, dass er irgendwie auch Abwechslung haben will. Deswegen auch manche Let's Player 5 oder 6 Spiele hintereinander Let's Playen. Richtig, das mache ich eigentlich auch. Nur ich kann das aus Zeitgründen ja nicht, weil ich mache das ja nicht beruflich, sondern ich mache das ja zum Spaß. Und das heißt, ich verdiene mit meinem Kanal ja auch 0 Cent, ne? Auch wenn da mal Werbung läuft, aber dafür sind die Klickzahlen zu niedrig. Ja, also so als Let's Player lässt sich's gut leben. Nee. Videos, die anderen Leute haben was zu tun und du hast auch was zu tun während der Freizeit. Ja, aber wie gesagt, das kannst du nicht, wenn du damit Geld verdienen willst, dann musst du schon ganz gute Sachen machen. Das schaffe ich auch nicht. Will ich auch gar nicht. Geld verdienen will ich ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich mal Videos machen sollte. Wenn, dann mache ich das nur als Zeitvertreib, um die Langeweile loszuwerden. Ja, oder um die Leute mal ein bisschen zu unterhalten, ne? Oder das. So, jetzt sind wir hier an dieser komischen Firma anbelangt. Ich weiß noch nicht. Dann gucken wir gleich mal. Gucken wir mal, wie sie gucken. Also, eine Sache muss ich schon mal sagen. Von der Pro-Mods-Map, die ich jetzt momentan spiele. Es ist wirklich cool. Es gibt ja Leute, die sich beschwert haben, dass man immer nur zu Städte fährt und immer dieselben Firmen beliefert. Ja. Ja, dann habe ich halt die Pro-Mods-Map gehabt, bin mal so eine Tour gefahren, hab mir halt auch gedacht, ja, fahren wir mal zu der Stadt, liefern den Hänger ab, fertig. Als ich dann von der Autobahn runterfahren musste, habe ich auf der Karte erst gesehen, dass ich da bei einer Tankstelle abladen musste. Ja, und hier ist es manchmal so, dass du beim Supermarkt abliefern sollst. Und das ist so eine scheiß Einfahrt. Da hast du richtig Probleme. Ja, das kenne ich auch irgendwoher. Ich glaube, das war damals der Aldi oder Lidl oder so, was das ist. Ja, ja. Oder das Busse ist. Da fährt man auf den Parkplatz rein und muss erstmal schauen, wie man umdrehen kann mit den ganzen Autos, die da stehen, um dann rückwärts reinzusetzen in die enge Gasse, um den Hänger einzustellen. Genau. Hm? Das ist hier auf der DSM-Map so. Das ist richtig mies gemacht, vor allem mit den Autos. Ja. Dann schauen wir mal. Oh, ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Wie geil ist das denn? Und weißt du, was ich für eine Auszeichnung habe? Ausgezeichnet in Gold. Das habe ich eigentlich immer. Hey, da bist du ja ein genialer Fahrer, wa? Ja, ich fahre immer normal, also 80 bis 85 km/h tucke ich immer dahin und ja. Okay, wie geil ist das denn? Ist halt auch Vorteil, wenn man Lenkrad hat, da kann man auch viel besser sein Fahrzeug kontrollieren dadurch. Also das habe ich auch festgestellt, also seitdem ich mit Lenkrad fahre, kann ich dann, muss ich sagen, ganz viel besser fahren wie vorher. So ging es mir auch. Und ich bin ja sonst immer so scheiße gefahren, ne? Ja. Ich habe halt angefangen, bin so gefahren. Da musste ich immer bei der Außenperspektive bleiben, weil im Cockpit sich, da habe ich so viele Unfälle gebaut, weil ich das Auto einfach nicht richtig unter Kontrolle hatte und auch nicht in der Spur geblieben bin.
Dann habe ich halt einfach nur gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt schaffe ich mir ein Lenkrad an. Dann habe ich mir halt eins geholt, das hat einen 90 Grad Einschlagwinkel nur. Bis ich dann gemeint habe, ja, jetzt habe ich darauf keinen Bock mehr, jetzt hole ich mir meinen Gescheit. Und ja, seitdem habe ich halt das Logitech-Lenkrad. Mhm. Und bist du zufrieden damit? Ja, ich bin zufrieden mit dem. Das ist zwar nicht jetzt das G27, aber ich bin mit meinem Lenkrad hier zufrieden. Ja, ich glaube, das ist auch teuer, das G27, ne? Also soweit ich mich mal erkundigt hatte aus Interesse, habe ich gesehen, so um die 280 bis 300 Euro kommt hin. Uiuiui. Das ist natürlich eine Hausnummer. Oh ja. Yeah. Aber was für eine Hausnummer? Meins hier hat mit Versand 120 gekostet. Bei Amazon. Bei Amazon 120 Euro? Ich habe das hier, was ich habe, irgendwas mit 49, was zerquetschte. Ja, meins ist halt Logitech Driving Force GT. Ah, das ist von Speedlink, was ich hier habe. Ist ja nicht so schlecht. Aber das siehst du ja, wenn du hier bist. Wow! Ja, klar. Ich bin gerade eine Runde weggerutscht. Oh Mann. Ja, so. Jetzt machen wir nochmal Reparatengpuffpeng und so. Leo, unser LKW-Fahrer. Ja. So. So, ihr Lieben, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben unsere Ware weggebracht. Wir sind soweit eben durch und so. Und ihr wisst schon, und ich sag dann mal Tschüss. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich bedanke mich bei Daniel, dass er mit mir gefahren ist für die zwei Touren. Kein Problem. Tschüss. Und das wiederholen wir nochmal, Daniel, ne? Alles klar. Tschüss.